Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banished. Okay, der Händler zischt gerade ab. Habe ich irgendwas bei dem bestellt? Ich weiß ja nicht. Es sind jetzt schon einige Folgen vergangen, glaube ich, seitdem ich aufgenommen habe, wenn mich nicht alles täuscht. Also nicht so viel. Ich glaube, es kamen jetzt noch zwei oder drei weitere. Auf jeden Fall schon unter einer Folge dann der Kommentar, dass ich vergessen hätte, beim Händler halt auf Bestellung aufgeben zu klicken. Irgendwie sowas in der Art. Und deswegen die Dinger nicht kamen. Ich schussel. Ja, muss ich dran denken. Manche Sachen vergisst man hier einfach dann total. Aber es hat ja trotzdem geklappt. Wir haben ja trotzdem hier einiges an Zeug bekommen für unsere Felder. Ich bin super glücklich. Hier wachsen gerade auch die Bäume. 25 Farmer, 9 dazu, 26 Bergarbeiter. Ja, ich kann mich nicht beschweren, würde ich mal sagen. Wie schaut's aus? Wir haben viel Zeug. Mache ich ein Haus? Ist allgemein die Frage, wie das hier, 1, 2, 3, 4, ja, bis hierhin quasi. Ja, wenn ich hier 1, 2, 3, hier, nee, halt, stopp mal. Wenn ich das hier, dann wäre ein Pausen, 1, 2, 3, nee, das wäre zu weit, das heißt, der muss hier hin. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade machen soll. Ich überlege wegen den Häusern in der Mitte, ob ich die dann halt einfach quasi so da dran kloppe, dass ich da einen Weg durchmache. Ist wahrscheinlich das Schlauste, ne? Dass da ein Weg lang führt. Ja, okay, dann machen wir das so. Dann baue ich mal eins hier hin erstmal. Dafür brauche ich zwei. Oh, einer ist wieder gestorben. Nicht so gut. Aber ich glaube, es geht jetzt auch wieder bergauf. Das ist irgendwie gerade ein bisschen verwirrend, darüber nachzudenken, dass ich schon in der Aufnahme bin, weil normalerweise starte ich die Aufnahme immer, indem ich den Aufnahmeknopf drücke und dann direkt sage, hallo und herzlich willkommen zurück. Und jetzt mache ich das aber neuerdings anders, nämlich, dass ich schon vorher im Menü die Aufnahme starte, damit ich einen Synchronisationstest machen kann, also damit ich halt so einen Abgleich habe und das am Anfang gut abstimmen kann, Ton und Bild, weil das vorher immer ein bisschen schwierig war. Und dann ist es komisch irgendwie, dass das Spiel startet und dann einfach so drauf loszureden. Aber naja, soll ja nicht euer Problem sein. Was machst du denn da? Kannst du mal nicht reingehen? Er auch. Ja, ihr seid hier die Rebellen, ne? Sonst sieht's doch wunderbar aus. Ja, später Sommer. Ach so, genau. Und ich wollte gucken wegen der Arbeitswege. Wo mache ich das denn? Hier wahrscheinlich. Ach, hier war das doch, oder? Ja, aber warum ziehen die denn da nicht einfach näher ran? Es geht aber noch, oder? Ist ja jetzt nicht so komplett am der Welt. Oder? Ach, wie süß. Ihr beide wohnt da zusammen. Na, das ist doch toll. Nö, ich finde, das geht. Ist doch alles korrekt. Passt doch. Sollte also keine Schwierigkeit sein, hier die Felder gut anzubauen. Hier wird schon geerntet. Da wird schon geerntet. Wir haben auch schon frühen Herbst. Also Anfang Herbst. Für mich geht der Herbst irgendwie immer nur einen Monat lang, im Oktober, ich weiß nicht. Der September gehört irgendwie noch so zur Hälfte zum Sommer und der November dann schon zum Winter. So denke ich irgendwie immer, keine Ahnung warum. Frühling geht länger, das ist so März, April, ja, Mai geht so, ist so Frühling, halb Winter irgendwie. Klar, Winter, Sommer. Okay. Steht hier eigentlich irgendwo... Ach, guck mal eine an.
Ach so, ich dachte, das wäre unser ganzes Gebiet, was wir bebaut hätten. Das wäre noch die Karte. Ich dachte schon so, hä? Kann doch gar nicht sein. Was ich sagen wollte, gibt es nicht irgendwo eine Karte, die uns anzeigt, welche Früchte, Beeren, was auch immer wir schon zum Anbauen haben? Schau, nee. Ich weiß nicht. Ich kann hier jetzt nichts finden. Vielleicht irgendwas an der... Ah, hier. Hier steht das, welche wir alle schon haben. Ja gut, so viele sind das aber auch nicht mehr, ne? 8 Stück. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Hier ist alles abgeerntet. So viel Essen haben wir gar nicht, ne? Mist. Wegen der ganzen neuen Häuser, die ich gebaut habe. Dann sollte ich vielleicht auch ein neues Feld bauen. So, wie war jetzt der Plan? Ach so, genau, ich wollte hier die Straße runter machen. Mach mal bis dahin. Und dann kann noch ein Feld dahin. So. Würde hier noch eins hinpassen? Ja, locker. Okay, das ist doch top. Huch, ich wollte dich gar nicht anklicken. Ich wollte das Feld hier sehen. Na gut. Dann können wir hier nämlich fürs nächste Jahr noch was anbauen. Was wollen wir denn? Ich weiß nicht. Korn, vielleicht einfach Paprika nochmal. So, 4 Leute wieder nur, die sterben echt schnell. Es ist so ein Auf und Ab im Moment, das ist nicht so gut. Ach so, habe ich disabled. Wie mache ich das denn wieder an? So, ach heo. Und dann brauche ich hier so einen Brauereistypen. Wo habe ich es denn da? Ich habe theoretisch alle Jobs bis auf einen Stonecutter. Okay, aber dafür habe ich auch keinen Steinbruch. Und den Händler heißt das, glaube ich. Sonst haben wir alle Jobs. Ist auch top. Okay. Ja gut, wir werden nicht verhungern. Das ist klar. Es ist trotzdem immer nett, wenn man genug in Reserve hat. Wie läuft's hier? Alles gut? Ach ja, da kommt ordentlich Kohle raus. Hier liegt noch einiges an Eisen. Ich will jetzt hier aber auch nicht zu schnell machen. Oh, Mist. Das tut mir leid. Bei einem wurde von einem Bären, oder? A Wild Boar. Ich habe Bier gelesen. Bär, Bier, wie spricht man das denn aus? Das eine ist... Ne, warte mal, jetzt bin ich komplett durch den Wind. Oder meint er Schlange? So eine Boa, Boa con irgendwas? Es tut mir leid, manchmal hat man einfach so richtige Denkblockaden. Ich weiß nicht genau, aber ist okay. Jedenfalls wurde er bei einem wilden Tier getötet. Es sei denn, Boa ist eine Pflanze. Egal, lassen wir das. So, hier geht das Leben. Warum lauft ihr denn alle da durch den Berg? Seid ihr irgendwie Panne? Ich habe doch hier extra Wege gemacht. Würde es euch helfen, wenn ich dort, kann ich da einen Weg? Quasi bis da und von da wieder runter. Händler ist da. Mach mal hier langsamer. So, was hast du denn? Korn und... Warte mal. Pier haben wir noch nicht, ne? Mach mal kurz auf Pause. Korn haben wir. Das ist korrekt, oder? Ja.
bin aber kein Peer. Nee. Hab vergessen nachzugucken, was das heißt. Da müsste ich 2500 hergeben. Das wären, weiß ich nicht, mach mal 200 davon. Mach mal 300 davon. Dann habe ich schon 1400. Dann mach mal. Okay, das ist zu viel. Mach mal 50. Dann fehlen mir noch 350. Davon, das können wir uns leisten, von dem Iron Tool. Ich weiß nicht. Jetzt kommt hier rechnen, da bin ich nicht. Okay. Ja, okay, 10 Units. Warte mal, das heißt, 10 müssen runter, das heißt hiervon weniger, also 295, dann passt das, ne? Ja, machen wir. Okay, stimmt, hier steht das ja, ich Pappnase, ne? Haben wir Bohnen? Nicht hier, halt, stopp, da will ich gar nicht hin auf das Feld. Bohnen haben wir. Cabbage haben wir auch, Cherry Chestnut könntest du mal bringen. Peach haben wir, ne? Wheat, Walnut und Pumpkin. Just once. Alles klar. Dann kannst du gehen. Jetzt müsste ich es aber richtig gemacht haben, oder? Ich hoffe es doch. Okay, cool. Das heißt, wir haben neue... Ach ja, Birne. Hier haben wir auch eine Menge, ne? Pappnase, ey. Mache ich nochmal so ein Baumding mit Birne dahin? Ja, komm. Ne, okay, das passt nicht. So. Kuli. So, wir könnten auch mal weitermachen, hier Häuser zu verbessern. Ui, dann haben aber 5 Leute kein Zuhause. Ist nicht so gut. Aber wenn ihr euch beeilt, dann schaffen wir das vielleicht. Wäre nett. So, wie schaut's hier aus? Ach nee, das ist das Feld daneben, ne? Da. Ja, ja, euer Haus ist bald wieder da. Okay. Dann baut mal ab. Sie brauchen die so lange. Ich möchte nicht, dass die irgendwie verhungern oder so. Okay, er ist aber gesund und happy. Ihr seid auch gesund und happy. Alles gut. Oh, er ist jetzt etwas zu essen holen, aber das kann er ja einfach im Storage sparen, ne? Okay. Hier braucht ihr echt so furchtbar lange. Warum? Was ist mit euch? Und warum braucht ihr hier auch so lange? Ach, guck mal, hier schließt sich gleich der Kreis, dass wir hier auch wieder rüberkommen. Top. Ah, jetzt mach doch mal hin da. Juhu. Und dann kann da das neue Haus hin. Boah, und die hier brauchen aber auch ein bisschen sehr lange. Okay. Und dann kann hier... Hä? Kein Cropfield. Da sollte ein Baum hin.
ist mit euch? Na super. So, das hier. Aber funktioniert doch. Dann könnt ihr hier anbauen. Gut, passt. Huch, da hat's gespeichert. Oh nein! Ein Einsturz. Das tut mir leid. Achso, wir brauchen hier einen mehr. Klaro. So, wie weit seid ihr? Schon wieder? Achso, ne, immer noch der gleiche. Oh, Food is low. Okay, okay. Das darf nicht passieren. Shitter. Was ist hier? Achso, da ist das Feld. Was ist denn los? Warum vergesse ich das? So, hier kannst du aber 8x7. Und noch eins, weil wir die Leute dazu haben. Essen wird knapp. Daran habe ich nicht so ganz gedacht, als ich die ganzen Häuser gebaut habe. Wie, haben die jetzt doch alle ein Haus gefunden, oder was? Muss man nicht verstehen, ja? Aber da wurden die ja verjagt und machen jetzt Platz quasi für eine neue Familie, oder wie soll man das verstehen? Hm. Du hast keinen. Dann mach mal Apple oder so. Kein Plan. Erstmal ganz schnell neue Felder. Hoffentlich überleben wir das Jahr. Also nicht, dass wir mega viele Leute haben, die dann verhungern. Ich meine, wir haben ja zur Not auch noch was hier drin. Nicht so viel, aber ich glaube, wir packen das einfach mal raus. Werde ich vermutlich sowieso niemals oder selten verkaufen. Okay. Dann haben wir hoffentlich ein bisschen wieder. Ah, das wird zu knapp. Okay, hier möchte ich bitte dann wohnen. Kommt schon. Wie schaut's hier aus? Hm. Ja, ich weiß, dass das die Reserve an Essen wenig ist. Aber das schaffen wir schon. Ist ja schon später Sommer, das heißt, es wird bald abgeerntet. Hier wurde schon geerntet, scheiße. Mist, das ist gar nicht gut. Ha. Jetzt macht das doch da weg, meine Güte. Ihr müsst doch nur das Zeug da wegtragen. Machen wir hier Squashen. Und hier dann gleich noch irgendwas anderes. Tja. Und nu? Jetzt bin ich ein bisschen angespannt bzw. irritiert und hoffe natürlich, dass das alles irgendwie gut geht. Da kommt ein Händler.
Was hast denn du? Ah, okay, der hat die ganzen... Okay, ist die Frage, ob ich lieber Essen kaufe? Jetzt gerade? Mist. Wieso sollte man eigentlich zwei Stück von den Dingern kaufen? Das ist doch voll hirsinnig. Wenn man sie einmal hat, hat man es doch. Bleibt der eigentlich längere Zeit da oder haut der irgendwann ab? Wahrscheinlich haut der irgendwann ab, ne? Wir haben nicht so viel Essen. Das ist hier alles fast komplett geerntet. Ich glaube, auch wenn das vielleicht rausgeworfenes Geld ist, möchte ich Essen kaufen. Wir haben Feuerholz, haben wir genug, ne? Achso, ja, es sind ja 2000. Wenn nicht 500, ja, davon haben wir genug. Dann machen wir das schon mal. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Okay, wo haben wir es? Wo ist das hingekommen? Achso, okay, aber das holen die dann automatisch raus, ne? Korn hätten wir noch. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich belasse es dann erstmal dabei. Hätte gerne aber ein Pumpkin Seed. Das wären nochmal 500 Firewood. Ne, dann hätten wir 1000 weg. Das mache ich nicht. Iron Tool. Hiervon wären zwei. Ne, das kann ich auch nicht machen. Wenn hiervon 50 wegkommen, hätten wir gerade mal 400. Okay. Von der Kohle, wenn davon auch 50 wegkommt, hätten wir 700. Ja gut, die können eigentlich alle weg. Hätten wir 1500. Moment, von dir. Dann haben wir 500 zu viel. Jetzt kommt wieder die Rechnerei, ne? Dann haben wir 200 zu viel. Dann haben wir 50 zu viel. Okay, dann brauchen wir noch 25. 5 Units zu viel. Ja, kommt drauf geschissen. Machen wir und dann kannst du abhauen. Das war's erstmal. Aber dann haben wir wenigstens genug Essen. Und dann kann ich hier im nächsten Jahr auch Dings anbauen. Pumpkin. Hier vielleicht dann auch einfach mal den Pumpkin. Aber damit sollten wir hoffentlich über den Winter kommen. Ich hoffe es zumindest. Und dann im nächsten Jahr hier ein bisschen. Ich überlege, ob ich nicht lieber doch noch ein Feld mehr mache. Lieber mehr als zu wenig. Also zu viel als zu wenig. Passt ja auch noch perfekt hin. Dann kann hier der Weg durch. Das funktioniert doch optimalst. Okay. Ich hoffe, dass es hier irgendwie klappt. Wir haben ja auch noch die Fischerei und die Jäger und hier unsere Ställe, aber trotzdem ist das ein bisschen tricky. Also wir sollten das schaffen. Ich hoffe es. Es wird, glaube ich, keiner verhungern, aber es muss im nächsten Jahr auf jeden Fall mehr her. So, hier wird abgebaut, hier wird der Weg gebaut. Okay, ich muss nur daran denken, dass hier in diesem Gebiet nicht gebaut werden sollte. So, und hier mache ich dann auch nochmal Pumpkin raus. Das heißt, hier hoch zum Beispiel nicht, sondern nur noch hier der Bereich. Aber da baue ich vielleicht, ich weiß nicht, baue ich da lieber Häuser hin? Wegen den Arbeitswegen, meine ich. Wäre vielleicht besser, ne? Häuser und vielleicht, ne, einen Storage-Bahn brauchen wir nicht, aber Häuser noch.
Ja, ich glaube, ich baue hier lieber Häuser hin. Nachdem ich die hier ausgebaut habe. Wie viele passen hier noch hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Häuser passen hier noch hin. Dann hätten wir hier das auch komplett fertig gebaut. Das ist krass. Und ich sehe auch gerade, dass ich so langsam mal die Folge beenden sollte. Hier passen auch noch zwei Häuser hin. Und dann kommen hier Häuser hin, damit wir hier die Wege haben. Okay, dann, das heißt, die Insel haben wir auch schon fertig bebaut, den Teil zumindest. Und dann geht's hier rüber. Beziehungsweise es würde auch da oben weitergehen. Vielleicht mache ich das aber auch anders und baue hier noch zwei Felder hin und dann hier so Häuser, wenn das klappt. Also drei Häuser und zwei Felder oder so zum Beispiel. Ist die Frage, ob das an Feldern reicht oder ob ich lieber den kompletten Platz. Wahrscheinlich nutze ich lieber den gesamten Platz für Felder, damit ich hier die Häuser ausbauen kann und die auch versorgen kann. Damit ich mich dann schließlich voll hier drauf konzentrieren kann und auf den Bereich. Aber gut, wie gesagt, wir sind am Ende einer Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haben wir nochmal jetzt, wie es aussieht, geschafft, so gerade eben. Muss ich auf jeden Fall in nächster Zeit drauf aufpassen, dass das nicht irgendwie ich zu schnell baue. Das war der Fehler. Aber gut, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Bis dann. Tschüss!